Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu diesem ersten Video auf meinem neuen Kanal. Einige von euch werden mich schon kennen, denke ich, von meinem Hauptkanal Kerstins Life, auf dem ich Food-Content poste und ganz viele Lifestyle-Vlogs, wo momentan nach und nach irgendwie die Lifestyle-Vlogs in Reading-Vlogs schon fast umschwenken. Daher auch mal eine spontane Idee, diesen neuen Buchkanal zu starten, weil ich in letzter Zeit so gerne über Bücher rede. Und ihr seht auch schon am Titel und hier hinter mir, worum es geht in dem Video. Und zwar wollte ich euch meine 20 Bücher für 2023 vorstellen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir wieder viel zu viel vorgenommen habe beim Lesen. Und zwar hatte ich mir da 22 Bücher ausgesucht für das Jahr 2022 und habe nur 11 lesen können, habe eins komplett abgebrochen, weil das ein totaler Käse war. Das Buch hieß, jetzt muss ich gerade schauen, Kein Tag mehr ohne dich. Das fand ich so grauenvoll. Das habe ich ausgetauscht mit einem anderen Buch. Jetzt weiß ich nicht mehr mit welchem, weil da dieser Buchkanal, der jetzt neu startet, für euch heute. Einfach noch gar nicht wirklich in Startlöchern stand. Ich habe da noch gar nicht irgendwie dran groß geglaubt, dass ich da jemals einen Buchkanal starten werde. Abgesehen davon tendiere ich aber auch wirklich in letzter Zeit, vor allen Dingen auf meinem Hauptkanal dazu, immer mehr Buchcontent irgendwie einzubauen. Und natürlich interessiert sich nicht jeder dort für Bücher. Deswegen hoffe ich, dass alle meine Bücherwürmchen von meinem Hauptkanal mittlerweile hier rübergesiedelt sind. Falls du neu hier bist und dich für Bücher interessierst, ich habe einiges für diesen Kanal vor, hoffe, dass ich das zeitlich schaffe. Wäre natürlich super, wenn du dann direkt meinen Kanal kostenlos abonnieren würdest. Habe jetzt hier auch meinen Kaffee, weil das wird sicherlich ein längeres Video werden. Deswegen würde ich vorschlagen, schnappt euch auch eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee und ein bisschen Sitzfleisch. Und dann starten wir los. Und zwar stand letztes Jahr schon It Ends With Us auf meinem Plan für zu lesen. Ich hatte das Buch aber tatsächlich zu der Zeit noch nicht besessen. Ich hatte vorgehabt, mir das als E-Book zu besorgen, für das lesen zu können, weil das da gerade irgendwie total gehypt wurde in der Zeit. Und habe meine Meinung geändert und in Amerika einen Print bestellt. Und als dann das zweite Band rauskam, It Starts With Us, das kam ja, glaube ich, erst im Oktober jetzt raus, 2022, habe ich mir das auch direkt mitbesorgt, weil die zwei wollte ich dann dieses Jahr auf jeden Fall zusammenlesen. Dann habe ich jetzt auch schon letztes Jahr, glaube ich, auf meiner Liste gehabt, The Book Thief. Das Buch hatte ich schon in Japan damals gehabt. Das hatte ich mir damals zu unserer APO-Box schicken lassen, weil ich es unbedingt lesen wollte. Vielleicht kennt es der ein oder andere. Man sieht irgendwo in einem Buchvlog ein Buch, was einen anspricht. Man muss es sofort haben, wenn man es sofort lesen möchte, und dann bestellt man das und dann kommt man nicht dazu, weil noch so viele andere Bücher einfach unbedingt gelesen werden wollen. Das ist ein echtes Dilemma. Aber dieses Jahr, also für 2023, habe ich auf jeden Fall vor, dieses Buch zu lesen. Worum es in diesen Büchern geht, könnt ihr gerne bei Goodreads, falls ihr die App habt, da könnt ihr mir auch gerne folgen, da bin ich auch vertreten. Ich wollte jetzt nicht näher auf jedes einzelne Buch eingehen, weil das Video sonst einfach viel, viel zu lange werden würde. Vor allen Dingen als erstes Video. Ich weiß noch gar nicht genau, wie der Kanal hier läuft, wie euch meine Videos gefallen, ob das einen überhaupt interessiert, deswegen. Dann habe ich hier von T.J. Klune, The House in the Cerulean Sea. Das steht bei mir auch schon länger jetzt in meinem Bücherwägelchen, in meinem Bücherregal. Das wollte ich nämlich, glaube ich, auch schon letztes Jahr lesen. Dann habe ich es mir aber nicht in den Koffer eingepackt, weil ihr müsst dazu wissen, wir sind 2022 ja umgezogen und unsere Sachen, die eingepackt wurden im August, waren 4 Monate lang in Kisten irgendwo auf dem Schiff, irgendwo unterwegs, und ich war halt getrennt von meinen Büchern. Ich konnte halt wirklich nur eine Handvoll mitnehmen im Koffer, weil die wiegen halt eine Tonne. Und das Buch war halt wirklich ungelogen noch bis November in der Kiste. Wir haben unsere Sachen erst im November bekommen, deswegen lese ich das dann halt jetzt dieses Jahr. Und dann neu gekauft The Love Hypothesis von Ali Hazelwood. Das habe ich mir hier erst ganz neu besorgt, weil ich es auch unbedingt direkt lesen wollte. Ne, direkt. Aber dieses Jahr wird es auf jeden Fall verschlungen, weil ich glaube, es gibt mittlerweile sogar schon einen zweiten Teil. Wenn mir das gefällt, wollte ich mir das dann auch besorgen. Und dann The Last She, das hatte ich mir auch damals schon in Japan besorgt gehabt, weil das so interessant Klang. Ich hole mir mal meine Lesebrille, ich sehe nämlich sonst wirklich nichts, weil da geht es halt um ein Virus. Das fand ich wirklich richtig, richtig cool. Da geht es um ein Virus, das hauptsächlich halt Frauen betrifft, und sie ist halt die einzigste Frau, die das halt überlebt, und die sieht dann halt monatelang keinen anderen Menschen, und ich finde es halt wirklich total interessant, wie das dann weitergeht, vor allen Dingen, wenn sie dann die einzigste Frau ist und dann auf einmal auf Menschen trifft, die natürlich dann Männer sind. Das könnte interessant werden.
Fand ich klang spannend. Was ich schon seit einer gefühlten Ewigkeit lesen wollte. The Cruel Prince von Holly Black. Ich hatte das Buch damals bei uns in der Bücherei auch in der Hand. Das ist eine Trilogie. Eine Young Adult Fantasy Reihe ist es, glaube ich. Und das wollte ich, wie gesagt, bei uns in der Bücherei damals schon mitnehmen. Und habe es dann aber nicht getan, weil ich wusste, dass ich das Buch, im Allgemeinen die anderen zwei Bücher haben auch wunderschöne Cover. Ich wusste halt, dass ich das irgendwann besitzen wollen würde. Und deswegen habe ich mir das aufgehoben. Und es war halt auch sehr lange in Kisten und ist jetzt endlich wieder bei mir angekommen. Und deswegen wird die Trilogie dann auch jetzt 2023 auf jeden Fall gelesen. Und dann machen wir weiter mit einem Buch, welches ich mir erst vor kurzem im Secondhand-Laden gekauft habe. Und zwar Lore von Alexandra Bracken. Und das ist eine ganz besondere Edition. Da habe ich mich so drüber gefreut, als ich das Buch gefunden habe, einfach mal. Das war noch richtig teuer, muss ich dazu sagen. Wenn man das normal neu kauft, ich glaube, da sind 30 Euro weg. Und ich habe im Secondhand-Laden trotzdem 30 Euro bezahlt, einfach weil das unterschrieben wurde von der Autorin. Einmal ein Autogramm. Ich fand das so cool. Deswegen, das musste mit, diese besondere First Edition signiert von der Autorin. Fand ich so cool. Dann wollte ich auch lesen Once Upon a Broken Heart von Stephanie Graber. Da gibt es mittlerweile auch einen zweiten Teil. Der steht bei mir auch hinten schon im Buchregal und wartet drauf, verschlungen zu werden. Und das Buch hatte ich jetzt vor ein paar Monaten schon gekauft, aber auch noch nicht angefangen, weil ich halt unbedingt den zweiten Band besitzen wollte. Weil bei mir ist das tatsächlich so, wenn ich hohe Erwartungen habe an ein Buch und ich weiß, es gibt einen zweiten, dritten, vierten und fünften Teil, dann muss ich diese Bänder sofort besitzen, damit ich halt das Buch, wenn ich das dann beendet habe, direkt weiterlesen kann. Sonst werde ich Kürre in der Birne. Once Upon a Broken Heart. Was ich auch schon länger lesen wollte, hier von Kristin Hanna, die schreibt sowieso total tolle Bücher, The Nightingale. Das hatte ich mir, glaube ich, letztes Jahr im Sommer schon bestellt gehabt. Ich glaube, das hatte ich im Juni mal in einem Vlog vorgestellt, so meine Neuzugänge. Ja, wollte ich auch schon längst mal gelesen haben, aber es kamen so viele andere gute Bücher dazwischen, die einfach irgendwie noch viel dringender gelesen werden wollten. Und deswegen steht das halt jetzt für dieses Jahr nochmal auf meiner Liste drauf. Machen wir uns an den zweiten Stapel. Ich hole den am besten hier neben mich, da muss ich mich nicht immer so verbiegen. Und zwar hatte mir damals, bevor wir Deutschland verlassen hatten, vor, oh Gott, 3,5 Jahren schon, meine Mama mir dieses Buch hier gekauft, Der Tanz der Kolibris. Das war, glaube ich, auch ein Mangelexemplar. Ja, ein Mangelexemplar. Damals im Wühltisch hatte meine Mama das, glaube ich, gefunden, musste an mich denken. Und deswegen, das Buch, das wollte letztes Jahr schon gelesen werden. Ich glaube, das war für letztes Jahr schon auf meiner Liste drauf, aber ich kam nicht dazu. Ich hatte in dem Jahr 2022 sowieso nicht so die Zeit zum Lesen, weil halt da wegen dem Umzug so viel vorbereitet werden musste. Ja, wir wussten ja noch gar nicht, wie das überhaupt alles so funktioniert, weil wir noch nie nach Amerika gezogen sind. Also mein Mann ist im US-Militär, deswegen ziehen wir oft um. Wir waren aber bisher immer nur innerhalb Europas umgezogen und noch nie irgendwie nach Amerika zurück. Auf jeden Fall hatte ich wenig Zeit zum Lesen. Mehr müsst ihr eigentlich dazu gar nicht wissen. Und deswegen hatte ich wirklich viele Bücher nicht so lesen können. Und dann wird auch noch hoffentlich The Second Sister verschlungen von Claire Kendall. Das ist ein Psychothriller und Psychothriller sind im Allgemeinen sowieso meine absoluten Lieblingsgenre. Ich lieb's, also wirklich das. Und momentan lese ich sehr gerne Romcoms, also da habe ich es auch momentan mit. Ich habe in letzter Zeit auch sehr viele winterliche Weihnachts-Romcoms gelesen. Waren ein paar richtig schöne Bücher dabei. Ich glaube, ob ich dazu jetzt noch ein Video machen soll, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Weihnachten ist ja mittlerweile vorbei. Aber Psychothriller sind dieses Jahr auf jeden Fall wieder vertreten. Wo wir gerade von Psychothrillern reden. The Woman in the Window von A.J. Finn. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch schon als Film. Habe ich mir bisher noch nicht reingezogen, weil ich das Buch unbedingt vorher noch lesen möchte. Das habe ich nämlich auch schon seit Ewigkeiten. Und ich habe ja gerade erwähnt, dass ich sehr gerne Romcoms lese. Und da habe ich dann hier einen Gay-Romcom, Red, White and Royal Blue. Fand ich auch die Thematik total interessant und total lustig vor allen Dingen. Was passiert, wenn der Prinz von England sich in den Sohn des Präsidenten von Amerika verliebt? Werden wir in dem Buch hoffentlich rausfinden. Will ich auch auf jeden Fall noch unbedingt, unbedingt lesen. Sowie auch The Unhoneymooners von Christina Lauren. Ich finde sowieso, dass die Autoren Christina Lauren, das sind ja tatsächlich zwei Autoren, das wusste ich bis vor ein paar Monaten noch gar nicht. Das sind zwei Autoren, eine heißt Christina, die andere Lauren. Ich hatte schon mal ein Buch von denen gelesen, mehrere sogar als E-Book.
und fand die Schreibweise von der total toll. Ich muss auch dazu sagen, das hätte ich vielleicht am Anfang erwähnen sollen, ich lese tatsächlich meist momentan englische Bücher und weiß auch gar nicht genau, ob es die in Deutsch gibt und wenn ja, wie die in Deutsch heißen. Wenn mir nicht die Zeit davon rennt, versuche ich das irgendwie da unten im Titel, als Titel hier unten in der Ecke irgendwo, das zu vermerken, das aufzuschreiben, damit ihr das wisst. Falls ich es dieses Mal zeitlich nicht schaffe, hoffe ich, dass er mir verzeiht. Ich muss sowieso erstmal mich an diese Sit-Down-Videos gewöhnen. So oft mache ich das nämlich gar nicht. Wie gesagt, normalerweise filme ich Food Diaries oder irgendwelche Food Challenges oder einfach mein Leben. Aber ja, das Buch wird auf jeden Fall gelesen werden in 2023, habe ich mir zumindest fest vorgenommen. Dann noch ein Buch von Colleen Hoover, das hätte ich vielleicht am Anfang zeigen sollen, und zwar Ugly Loved. Das hat auch schon letztes Jahr auf meiner Liste gestanden und ich habe es letztes Jahr noch nicht besessen, also 2022 noch nicht besessen. Ich weiß nicht, wieso ich mir da Bücher aufgeschrieben habe in die Liste, die ich einfach noch nicht hatte. Und ansonsten habe ich jetzt hier noch zwei Bücher liegen, und zwar einmal Die letzten Tage von Rabbit Hayes von Anna Mac Partlin? Anna Mac Partlin. Ohne Brille sehe ich nicht viel. Ja, Partlin. Anna Mac Partlin. Die letzten Tage von Rabbit Hayes. Da ist noch ein Lesezeichen dran. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass da ein Lesezeichen schon mit drin ist. War damals, glaube ich, auch ein Mangelexemplar für 3,99 €. Ich habe das schon jahrelang. Das hatte ich damals schon gehabt. Da habe ich noch in Pressart gewohnt. Also das ist jetzt schon 4 oder 5 Jahre her, also ewig lang, gefühlte Ewigkeit, steht das arme Buch schon bei mir im Bücherregal ungelesen und schreit danach, dass ich es endlich mal lesen werde. Und dieses Jahr, 2023, wird dein Jahrbuch. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Ich habe es mir feste vorgenommen. Und das letzte Taschenbuch, was ich hier habe, das letzte Buch im Print, They Both Die at the End. Das hatte ich auch schon ewig lange jetzt bei mir hier im Buchregal stehen. Ich glaube, das ist so eine Art Drama, Liebesgeschichte mit Drama. Er spielt sogar auf kurz vor meinem Geburtstag, September, der 5. September. Mein Geburtstag ist der 6. Und dann habe ich ja auch gesagt, habe ich noch 2 E-Bücher. Ich glaube, das lese ich euch aus meinen Notizen vor und blende euch dann die Cover hier einfach ein, anstatt dem ihr da jetzt auf dem Kindle groß suchen zu müssen. Und zwar handelt es sich hier einmal um Die Krieger des Lichts. Da habe ich alle 3 Teile auf dem Kindle. Ich wollte aber zumindest mal den ersten Teil gelesen haben. Das ist eine Fantasy-Reihe, die jetzt bei mir wirklich schon seit gefühlten 8 Jahren mindestens auf meinem Kindle drauf ist. Ich habe keine Ahnung, warum ich das nicht schon längst gelesen habe. Ich glaube, die Seitenanzahl hat mich da so ein bisschen abgeschreckt, weil das richtig dicke Schinken sind. Moment. Leute, wieso dauert das so lange? Ah, hier habe ich es. Und zwar hat das erste Band nämlich fast 700 Seiten. Und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen extrem abgeschreckt. Aber in letzter Zeit habe ich sehr viele Bücher gelesen, die sowieso so zwischen 500 und 600 Seiten hatten. Deswegen, ich habe mir das schwer feste vorgenommen, dass ich Krieger des Lichts zumindest den ersten Teil lese und dem Ganzen eine Chance gebe. Was ich auch lesen wollte, war jetzt Deceptive City. Das ist, glaube ich, auch ein 3-Teiler. Einmal Deceptive City 1, also aussortiert. Das zweite ist Verraten und das dritte ist Befreit. Und ich habe alle 3 schon ewig lange Zeit auf meinem Kindle drauf und wollte dann halt jetzt mal das erste Buch angehen. Das sind eines der wenigen deutschen Bücher, die ich jetzt noch besitze. Zumindest als E-Book. Das waren jetzt die Bücher, die ich mir vorgenommen habe, 2023 zu lesen. Ob ich das alles schaffe, ich hoffe es, weil natürlich immer wieder andere Bücher dazwischen kommen. Also ihr werdet es eventuell kennen. Man nimmt sich das vor, die stehen halt schon ewig lang im Buchregal drin. Und dann kommen aber doch irgendwie immer wieder neue Bücher raus, die einen viel mehr ansprechen in dem Moment. Man hat ja auch oftmals so Phasen, in denen man dann zum Beispiel Psychothriller gar nicht so wirklich lesen möchte. Also ich hatte jetzt vor allen Dingen hier in der Winterzeit, in der Weihnachtszeit ganz oft einfach wirklich keine Lust auf Mord und Totschlag, sondern hatte viel lieber Lust, so irgendwelche Romcoms zu lesen oder irgendwelche Fantasy ist momentan auch bei mir ganz, ganz, ganz groß, wird das bei mir geschrieben. Da habe ich, was hatte ich da gelesen gehabt, erst vor kurzem, Crooked Kingdom. Fand ich total toll, Six of Crows, ich glaube, das hieß in Deutsch, heißt es das Lied der Krähen. Und das Gold der Krähen ist, glaube ich, der 2. Teil in Deutsch. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, weil ich die englische Version hier gelesen habe. Aber das fand ich so toll. Und auch die Clockwork-Reihe hatte ich gelesen gehabt von dieser, ich glaube, Cassandra Clare oder heißt sie Claire Cassandra. Fand ich mega. Deswegen, Fantasy hatte ich eine ganz lange Zeit
keinen Bock auf Thriller, sondern es musste Fantasy sein und Romcoms. Aber ja, das war es jetzt auf jeden Fall für dieses Video. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch so in Zukunft auf meinem Kanal, auf dem Buchkanal wünscht. Ob ihr euch eventuell auch mal wünscht, dass ich euch zum Bookshopping mitnehme, weil ich wollte demnächst auch unbedingt nochmal in Barnes & Noble. Oder wenn ihr noch andere irgendwie Videovorschläge habt, haut in die Tasten. Bin da offen für alles. Ich werde mir alles notieren und schauen, was ich umsetzen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Hoffe, ihr seid alle super gut ins neue Jahr reingerutscht. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal nochmal ein. Wiedersehen.